Für den Anfang könntet ihr etwas enthusiastischer darüber sein, einem König helfen zu dürfen. Ihr könntet mir anbieten, jeden zu töten, den ich tot sehen möchte. Vergebt mir, Euer Hoheit, aber... Schweigt, Hexer, bevor ihr noch zu viel sagt. Regenten reagieren ungnädig auf mehr als eine Zurückweisung. Ich bin mir sicher, ihr habt recht, Euer Hoheit. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Sprecht mit diesen klugen Köpfen. Sammelt ihre Weisheiten. Und vergesst meine Tochter nicht, Hexer. Ich zähle auf euch. Ich werde es nicht vergessen. Mein Diener ruft euch, wenn ich mehr Zeit habe. Ich muss mit Triss ja. Wählerath und der Wett sprechen. Interessanterweise ist Ada, haben wir doch die Ada ganz am Anfang, ne? Striege ganz am Anfang. Sag ich jetzt mal bekämpft, ne? Ja. Ich werde noch schnell mit Kühlen. Ich muss mich jetzt anderen Aufgaben widmen. Ladida. Unser gütiger Meister gewährt euch keinen Einlass. Er wird nach euch schicken lassen. Verstehe. Ja. Okay, dann nicht. Ich wollte es nur probieren. Gut, wir können euch... Ungnade gefallen? Thronsaal, da hinten ist eine Tür, da ist eine Tür. Ich gehe mal. Das scheint zufriedenstellend zu sein. Stehen eigentlich alle hier, spreche ich gleich damit. Ja. Abgeschlossen, okay. Gut, dann spreche ich gleich mal. Ich fange mal mit der 5 an. Und dann fange ich mit der Wette an. Hallo? Hexer. Graf? Keine Titel, bitte. Begraben wir frühere Missverständnisse im Namen der höheren Sache. So sei es. Geralt. Ich hasse dich immer noch. Fürchtet ihr nicht den Zorn des Königs, der Wett? Der König möchte, dass ich Ada vom Fluch befreie. Der König möchte, dass ich Ada von dem Fluch befreie. Das kann ich mir denken. Ihr hattet schon einmal Erfolg, auch wenn es euch fast das Leben gekostet hat. Das Auftauchen der Striege besiegelt Foltests Ende. Viele sagen, er hat die Götter beleidigt. Erinnert ihr euch, wie sie zum ersten Mal zur Striege wurde? Das werde ich, aber es kümmert mich nicht, was die Leute reden. Mich interessiert die Gegenwart. Oh, boah. Das erste Mal. Hat er seine Schwester geheiratet oder... Ja, ich weiß es nicht. Durch Inzest vielleicht? Ich hab's im Buch gelesen, da steht sehr detailliert drinnen, aber ich weiß es nicht mehr. Schon zu lange her. Helft mir auf die Sprünge. Als Foltest jünger war, war er unersättlich. So sehr, dass er seine eigene Schwester geschwängert hat. Ihr Kind starb bei der Geburt, wuchs aber in seinem Sarg weiter heran und kam nur zum Fressen heraus. Dann seid ihr aufgetaucht und habt den Fluch gebrochen, aber offenbar nicht vollständig. Die Rückkehr der Striege beweist, dass die königliche Dynastie verflucht ist. Die Leute sind empfindlich, was solche Zeichen angeht. Kein Wunder, dass Foltest möchte, dass ihr die Striege tötet. Ich dachte, ich sollte den Fluch aufheben. Ihr sollt verhindern, dass die Striege ein Schandfleck für den König wird. Die Chance, den Fluch von ihr zu nehmen, ist minimal. Ich habe Gerüchte gehört, wonach eine zusätzliche Belohnung für den Tod der Striege ausgesetzt wurde. Ich bin nicht an Gerüchten interessiert. Das solltet ihr aber sein. Es ist eure Entscheidung, Hexer. Aber ihr solltet darüber nachdenken. Lebt wohl. Ah, da ist die Frucht einer institutiösen Vereinigung zwischen dem König und seiner Schwester. Genau, sag ich ja. Sag ich ja. König und Schwester. So, hallo Wählerath. Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Wählerath. Ich sah euch mit dem König sprechen. Es schien recht unangenehm zu sein. Es könnte schlimmer sein. Geralt. So... Ich nehme das. Der König hat mir von Ada erzählt. Es ist schrecklich. Ihr habt uns ja gesagt, der Fluch könnte wiederkommen. Könnt ihr ihn ein zweites Mal brechen? So, wir werden sehen. Es scheint euch gut, an das letzte Mal zu erinnern. Bestimmt, obwohl ich es leid bin, Dummköpfen zu helfen. Wir werden sehen. Ihr scheint euch gut, an das letzte Mal zu erinnern. Gewiss doch.
Ihr seid von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in dem alten Herrenhaus geblieben, wo die Striege ihren Sarkophag hatte. Der Lärm, den ihr gemacht habt, hat die halbe Stadt wach gehalten. Wir gingen im Morgengrauen zum Herrenhaus und sahen euch beide in einer Blutlache vor dem Sarkophag liegen. Ihr habt kaum noch geatmet, aber die Prinzessin war geheilt. Der Verräter Ostrid war tot, der König überglücklich. Wer war Ostrid? Er hatte den Fluch aus Eifersucht gewirkt. Er liebte die Schwester des Königs. Gibt es diesmal viele Opfer? Ich weiß nicht recht. Heutzutage liegen mehr Leichen herum, als Fliegen auf einem Dunghaufen sitzen. Wisst ihr, wo die Striege tagsüber schläft? Nein, aber sie wurde in Alvusima gesehen. Vielleicht jagt sie dort. Es wird nicht ungefährlich, die Prinzessin von dem Fluch zu befreien. Stimmt, aber der König hat so seine Mittel, euch zu ermutigen. Wir werden sehen. Macht, was ihr wollt, aber vergesst nicht, Foltest liebt seine Tochter über alles. Ja. Ich weiß. Geralt. Ich will sie nicht töten, das definitiv. Habt ihr kein bisschen Angst, Velarad? Der König schien wütend zu sein. Auf mich? Ich an eurer Stelle würde aufpassen, was ich sage. Ich habe Temerien mein Leben lang gedient. Wenn sie mich verurteilen, gehe ich hoch erhobenen Hauptes zum Galgen. Ah ja, okay. Na dann. Lebt wohl. So, die Striege schläft bei Tag, aber sie soll ab und zu in Alvusima auftauchen. So, speichern. Nochmal schnell zu... Ja, Triss, beweg dich einfach ein bisschen, ne? Geralt. Ich hasse ihn, seine Stimme. Fürchtet ihr nicht den Zorn des Königs, Devet? Wie kommt ihr darauf, Hexer? Foltest sah ziemlich wütend aus. Er sagte etwas von Blutvergießen. Er meinte eindeutig das Blut von Verrätern und Anderlingen. Vielleicht entlässt er jetzt endlich diesen Versager Velarad. Ah ja, bei der gegenseitigen Zuschiebung, ne? Der Velarad hat nur gesagt, er hat ewig gedient und er beschuldigt Velarad, also ist schuldig, Kraft der Wett. Macht doch absolut Sinn, ne? Er beschuldigt jemanden, ist mir immer selbst schuldig. So, hallo Triss, schon lange nicht mehr gesehen. Geralt, ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Ich war ebenfalls besorgt. Und ich bin stolz auf euch. Ich habe gehört, wie ihr für Alwin gekämpft habt. In Visima gehen schreckliche Dinge vor. Das ist wahr, aber der König stellte mich unter seinen Schutz. Sagt mir, wo ist Alwin? Alwin ist plötzlich verschwunden. Trotz des Amuletts, das ich ihm gegeben habe. Er ist verschwunden? Das ist schrecklich. Er könnte überall in Raum und Zeit sein. Ich hatte gehofft, das Amulett würde diese Fähigkeiten blockieren. Ich hoffe, es geht ihm gut. Triss. Ich habe nachgedacht. Über uns. Ach, Geralt. So, wir sollten uns nichts vormachen, es ist unmöglich. Nein, ich will das Erste. Es passt einfach. Wir haben ihr einen Ring geschenkt, die hatten schon dreimal mit. Dreimal oder was öfter, ich weiß es nicht. Ich liebe euch. Und ich will bei euch sein, egal was geschieht. Die Liebe ist das einzig Schöne in diesen schrecklichen Zeiten. Geralt. Ich könnte mich ändern, weniger Risiken eingehen. Wir finden Alwin, leben zusammen. Ich baue ein Haus. Ein Haus? Ein schöner Traum. Ihr könntet Pferde und Schafe züchten und ich würde mich um den Garten kümmern, kochen. Wir könnten verkaufen, was wir ernten, um Kupferpfannen und eiserne Rechen zu kaufen. Wir könnten in Würde altern. Abends spielt ihr auf einem selbstgebauten Dudelsack für mich, als Mittel gegen die Melancholie. Es tut mir leid. Ich wollte nicht. Geralt, sagt etwas. Ich will euch nicht verlieren. Ich bin doch hier. Es sind schlimme Zeiten. Und das Wichtigste ist, dass wir überleben. Träumen können wir, wenn dieser Wahnsinn vorüber ist. Triss, ich... Ich liebe euch auch, Geralt. Bis ans Ende der Zeit. Mann, gar keine Bettsequenz. So. Geralt? Hi. So, boah, da gibt's viel. Was meint ihr, ist mit Alwin passiert? Was meint ihr, ist mit Alwin passiert?
Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass er das Demeritum überwinden kann. Viele Zauberer würden sich daran die Zähne ausbeißen. Er ist eindeutig mächtig genug, um sich überall hin zu teleportieren. Vielleicht sogar durch die Zeit. Ah, das ist, glaube ich, nicht so gut. Meine finale Auseinandersetzung mit den Salamandra rückt näher. Ich weiß. Ich möchte euch helfen. Wie? Habt ihr schon mal von einer Gnomenrüstung gehört? Ich würde einen fähigen Waffenschmied brauchen, um sie wiederherzustellen. Jemanden, der sich gut mit Metallen auskennt. Kalkstein. Er ist in Alt-Vysima. Sein Wissen ist beachtlich und er hilft euch bestimmt. Was? Was? Wie soll mir Kalkstein bei einer Rüstung helfen? Das ist ein Alchemist. Wie kann der... Was? Ich weiß, der legt die... Der macht das folgendermaßen. Der nimmt die ganzen Teile, die ich habe, ne? Man muss ja die Rüstung ein bisschen erneuern. Das heißt, er nimmt die Teile, die ich habe, also die alten Teile von der Rüstung, und ich ersetze dann noch die neuen, also Teile von der Rüstung mit neuen Teilen. Der mischt einen Trank. Ja, er legt alles auf den Haufen, schüttet den Trank oben, also wirft alles in den Kessel, schüttet einen Trank oben drüber, spült ein bisschen Wasser durch, rührt mit einem großen Löffel um, ja. Dann wird's schwierig, das Ganze passiert natürlich über Feuer, ja. Und dann wird's schwierig, dann kippt er das, kippt er das ganze Teil in eine Gussform, die aussieht wie eine Rüstung, ja. So, man kann sich das so vorstellen wie eine... Wie eine eiserne Jungfer, nur dass da keine Stacheln drin sind, sondern eine Rüstungsform. Das wird oben reingegossen. Ja. Dann härtet das ungefähr 2 Sekunden. Dann klappt das Ding auf und dann habe ich eine perfekte Rüstung, die ich anziehen kann. Klingt doch logisch. So, was denkt ihr über Ada? Was denkt ihr über die Sache mit Ada? Sie ist eine Strege, Geralt. Wir wissen beide, dass sich Flüche nicht selbst wirken. Irgendwelche Theorien? Als ihr vor Jahren den Fluch zum ersten Mal gebrochen habt, habt ihr der Prinzessin befohlen, eine Halskette mit Einschluss zu tragen. Wacholder, Ginster und Haselnusszweige sollten in ihren Gemächern verbrannt werden. Lasst mich raten. Irgendjemand hat die Halskette vertauscht und etwas Falsches verbrannt. Ja, jemand, der ihr nahe stand und das Geheimnis kannte. Velarad weiß vielleicht etwas. Denkt ihr, ich sollte dem König helfen? Auf jeden Fall. In gewisser Weise bin ich eine politische Gefangene. Ich könnte wegteleportieren, doch das wäre höchst unangemessen. Und ich muss mich hier noch um einige Angelegenheiten kümmern. Und das bedeutet konkret? Das kann ich euch nicht sagen. Im Moment bewege ich mich auf dünnem Eis. Wenn ihr Foltest mit der Strege helft, könntet ihr für mich eintreten. Dann könnte ich einige Dinge regeln und wäre frei. Wie hört sich das an? Wenn es das ist, was ihr wollt, Triss. Hab Dank, Geralt. Bitteschön. So, ich muss den Alchemisten Kalkstein aufsuchen. Oh. Unser barmherziger Meister empfängt euch jetzt, Herr. Geht nach oben in sein Gemach. Ich gehe sofort zu ihm. Okay. So, das wäre die Quest. Es ist möglich, dass jemand Ada geholfen hat, sich in eine Strecke zu wandeln. Ich habe mit Zeus, Velarad und Welt gesprochen. Der König ruft mich jetzt. Kommt noch eine Quest? Nee. Wunderbar. Dann gehe ich jetzt kurz zu Velarad, weil ich glaube, dass Graf de Wett schuldig ist. Also der Schuldige ist. Geralt. Okay. Lebt wohl. Gut, dann rede ich mal mit dem König, der mich ja jetzt empfängt. Kamera. So, königliche Wache. Ah, okay, das ist wieder der Eingang, okay. Ah, schade, kommen wir nicht weiter runter. Na gut, dann gehe ich nach oben. Ist so komisch. Hier würde ich nicht wohnen wollen. Weiß nicht. Nein, lieber nicht. Da ist König Foltest, da ist eine Karte, da ist ein Schreibtisch. Mit einer Birne, die ich nicht brauche. La 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 la. Ich stehle nichts. Ich gucke mich nur um. Oh, der hat sogar Miezekatzen. Ich speichere, dass ich nichts Falsches sage. Ich will Ada auf jeden Fall helfen. Ich will sie nicht töten. Ich versuche, das zu vermeiden.
Hexer? Jo. Euer Hoheit. Schenken wir uns die Titel. Sprecht frei heraus. Ihr hattet Zeit, nachzudenken. Also, was meint ihr? Kann der Fluch von meiner Tochter genommen werden? Es ist möglich. Könnte der Fluch von allein zurückgekehrt sein? Unwahrscheinlich. Jemand muss ihn erneut gewirkt haben. Solltet ihr Erfolg haben, hätte Ada dann den Verstand eines Kindes? Das halte ich für unwahrscheinlich. Vermutlich wird sie sich an alles vor ihrer Verwandlung erinnern. Ihr haltet es für unwahrscheinlich. Das macht es nicht einfacher. Geralt tut alles Menschenmögliche, um den Fluch von ihr zu nehmen. Gelingt euch das nicht, dürft ihr sie töten, ohne meine Rache fürchten zu müssen. Als ich euch das letzte Mal vertraute, habt ihr mich nicht enttäuscht. Habt Dank, euer Hoheit. Dankt mir noch nicht. Wenn ihr erfahrt, wer den Fluch gewirkt hat, sagt es mir und keinem anderen. Solltet ihr erfolgreich sein, gewähre ich euch jeden Wunsch. Im vernünftigen Rahmen natürlich. Falls ihr sie töten müsst, tut es schnell und sauber. Wenn ihr aber scheitert und meine Tochter leidet, werden auch alle leiden, die euch nahestehen. Ich verstehe, euer Hoheit. Gut. Euer Hoheit, noch eine weitere Krankheit wütet in eurem Reich. Und die wäre, Hexer? Ich habe eine Organisation untersucht, die als Salamandra bekannt ist. Meine Tochter ließ sich mit ihnen ein, das dumme Ding. Ich bereue, dass ich je fortging. Velerath sagte, ihr hättet ihre Reihen stark dezimiert. Das ist löblich. Ich kann doch davon ausgehen, dass ihr die Sache zu Ende bringt. Genau das habe ich vor. Eins noch, Hexer. Vergebt mir, aber ich ließ euch beschatten. Ich erhielt einen Bericht über euer Privatleben. Euer Hoheit. Ihr müsst wissen, dass ich das keineswegs aus lüsterner Neugier getan habe. Meine Spione berichten, dass ihr Merigold den Hof macht. Ich muss wissen, ob mehr dahinter steckt. Triss ist ein Freund und geht auf nichts an, euer Hoheit. Wir sind ein Liebespaar, nicht mehr und nicht weniger. Triss und ich stehen uns nahe, aber das geht nur uns etwas an. Wir sind ein Liebespaar. Nicht mehr und nicht weniger. Ha, ich wusste es von Anfang an. Meine Spione müssen noch einiges lernen. Ich dachte mir schon, dass es euch nur um den Spaß geht. Oh. Genießt es, Geralt. Wenn ihr nach Visima wollt, sprecht mit meinem Kämmerer. Ich werde eine Weile nicht im Schloss sein. Wendet euch an Velerath, wenn ihr noch etwas braucht. Das werde ich tun. Lebt wohl. Euer Hoheit. Da wäre noch etwas, Hexer. Jo. Ja, euer Hoheit? Es ist, nun ja, vertraulich. Und deshalb müsst ihr schwören, dass diese Worte niemals nach außen dringen werden. Okay. Ich werde sie mit ins Grab nehmen. Meine Spione haben mir erzählt, dass ihr Poker spielt. Und, es ist schwierig, bei Hofe würdige Gegner zu finden. Sie fürchten, ich würde sie köpfen lassen, wenn ich verliere. Wollt ihr spielen? Ja! Ach du Scheiße, der legt's drauf an! Gut, ich lese mal kurz durch die Quest. Okay, ich kann, dass ich mich bei Triss zwar wohlfühle, aber dass sie noch nicht wirklich lieben kann. Shit, nein! Ach, verdammt. Das wollte ich nicht sagen. Sorry, das muss jetzt echt sein, weil ich wollte das mit Triss jetzt nicht kaputt machen, weil, naja. Dann ist es mir so traurig, ich versuche da was Besseres rauszufinden. Ich dachte, Liebespaar klingt nett, aber anscheinend ist das wirklich nur ein Liebespaar. Hexer? So, ich klicke das mal schnell durch. Okay, Triss und ich stehen jetzt nahe, aber das geht nur interessant. Triss ist deine Freundin und geht euch nichts an, euer Hoheit. Okay, ich nehme das erst. Triss und ich stehen uns nahe, aber das geht nur uns etwas an. Es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden, Hexer. Auch ich liebte Addas Mutter. Man verbot mir, sie zu heiraten. Ich hoffe, euch ergeht es besser. Wenigstens müsst ihr euch als Mutant keine Sorgen wegen einer Schwangerschaft machen.
Wenn ihr nach Visima wollt, sprecht mit meinem... Okay, Papa. Wunderbar. Da wäre ja. Es, ja. Ich mein okay, Ohren, ja, passt, ja, sehr schön. So, ich mach das... Ich... Okay, ich mach mal kurz. Ich muss sogar als König sich selbst um die Salamander kümmern. Okay, das lassen wir uns mal kurz durchlaufen. Ich erkannte, dass Freeze die Liebe meines Lebens ist. Genau das wollte ich hören. Genau das und nichts anderes. Ich regiere ein Land voller Idioten.